Ja, Argumentation, ne? Feuer, weil Feuerschaden. Und dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie in die Mitte. Und irgendwie erwarte ich, dass da noch irgendwas passiert. Deswegen, ich lasse den einmal hin und her fegen und gucke dann, was passiert. Erstmal nichts Interessantes. Der scheint keine irgendwie besondere spezielle Attacke zu haben für in die Mitte. Guck aber trotzdem nochmal, vielleicht kann man auch irgendwie außenrum. Sowas erwarte ich irgendwie immer bei Bossen in diesem Spiel tatsächlich, dass die irgendwie so designt sind, dass man vielleicht irgendwie noch außenrum kann oder so. Aber nö. Also wir gehen tatsächlich mal hier in die Mitte und kriegen erstmal auf die Mütze davon. Dann macht er diese Attacke nochmal, aber diesmal sehe ich tatsächlich, wo diese Dinger sind, auf dem Boden. Also man kann dem wirklich ausweichen. Ist natürlich die Frage, wie kommen wir durch die Mitte, wenn er seine komischen Hände dahin fuchtelt. Untersuche ich nach einer Möglichkeit. Vielleicht eher von einer Seite. Vielleicht da unten irgendwie, aber nö. Also ich habe halt immer gesehen, dass da unten so Wurzeln waren. Dann wieder, vielleicht kann man da irgendwie drüber laufen und kommt dann irgendwie da hinten raus oder so. Wäre ja auch sehr cool gewesen. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Jetzt macht er irgendwie gerade gar nichts. Das hat mich irgendwie verwundert. Deswegen die kurze Wartezeit. Und irgendwann sollte sich der Snüssel eigentlich denken, F it und naja, da durchlaufen. Oder wir gehen einfach nochmal außen rum. Klar, kann man auch machen. Wir wissen aber alle, dass das nicht so unendlich viel bringen wird. Du musst irgendwann durch die Mitte, Snüssel. Irgendwann musst du da lang gehen. Und wenn es das Letzte ist, was du tust. Und wahrscheinlich wird es das Letzte sein, was du tust, weil das ziemlich gefährlich ist. Du wirst da nichts finden, das kann ich dir versprechen. Du musst durch die Mitte. Genau, einmal so und dann nein. Du musst ihn erst einmal angreifen lassen und dann dahin laufen am besten. Das sollte ja eigentlich klar sein. Ich glaube, das war mir in dem Moment auch klar, aber ich habe mich nicht so richtig getraut. Das war einfach das große Problem. Und ich glaube, ich wollte auch nochmal abwarten, dass der vielleicht seine komische Feuerattacke macht, sodass ich... Ja, genau, lass dich nochmal braten. Ist eine tolle Idee. Damit er die nicht macht, wenn ich gerade in die Mitte laufe und dann werde ich irgendwie gekillt, weil das irgendwie sehr, sehr ungünstig wäre. Aber scheinbar haben wir es jetzt. Snizzle ist determined. Oder auch nicht. Ja, toll. Aber wir haben da gerade eine wichtige Tatsache gesehen. Ich habe da halt gerade irgendwie drüber nachgedacht. Jetzt fällt es mir auch wieder ein, dass es irgendwie hieß rechts, ne? Also, ouch. Und dann ist da in der Mitte ein großes Loch aufgegangen. Das habe ich zumindest noch gesehen. Am Eingang, da stand irgendwas von wegen, also so eine Nachricht. Versuch's mit rechts. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht wenn ich rechts rumgehe, sodass der dann nur mit einem links zuschlägt. Das könnte ja funktionieren. So, jetzt habe ich mir hier, glaube ich, nochmal kurz angeguckt, wie das mit dem Sonnenschild ist. Wenn ich den verbessere, dann erhöht das die Haltung. Und da hat es mir dann auf jeden Fall gedämmert, dass das definitiv besser wird, wenn ich dieses Ding nehme. Und mir das vielleicht sogar beim Boss helfen könnte. Weiß gar nicht, ob ich da das tatsächlich noch ausprobiert habe in dem Fall. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall war mein Plan dann, glaube ich. Was war mein Plan? Ach so, ich wollte das erstmal so ein bisschen verbessern. Habe ich erstmal eine Seele genommen und das erstmal einmal verbessert oder zweimal oder so geguckt, wie oft ich das so verbessern kann. Das ist keine Rüstungsnüssel. Das brauchst du gar nicht nachgucken. Das ist eine Waffe. Da habe ich mir gedacht, auf plus 5 kriege ich das vielleicht einfach so. Ich weiß ja nicht, wie lange ich die kleinen Scherben brauche. Das heißt, wir können das mal ausprobieren und da hört es doch schon auf. Sonnenschild plus 2 aktuell ist damit, glaube ich, noch nicht besser. Das heißt, du wirst dich leider teleportieren müssen. Das war dann zumindest meine Argumentation. Ich habe mir halt überlegt, okay, der haut mich ja immer mit seinem komischen Kram da und ich kann das nicht zweimal blocken. Vielleicht kann ich es zweimal blocken, beziehungsweise ich werde auch nicht vielleicht nicht so hart zurückgehauen, weil ich ja mehr Haltung kriege. Ich weiß immer noch nicht 100%, doch ich weiß eigentlich, wie das funktioniert. Auf jeden Fall wollte ich dann gerne, ne, mehr Haltung, mehr Rüstung, hilft mir vielleicht bei der Aktion, da durchzukommen. Das heißt, genau das probieren wir dann auch einfach aus. Dafür muss ich natürlich erstmal noch ein bisschen farmen, wahrscheinlich. Sachen kaufen. Ach ja,
Der Dude mit seiner Glut. Wir haben da noch irgendwo so eine Glut gefunden gehabt. Ich glaube, es war die Feuerglut. Bei den komischen Larven, bei der Session davor haben wir die Feuerglut gefunden. Der hat mir jetzt natürlich gesagt, dass er damit nichts anfangen kann. Aber das ist ja grundsätzlich nicht so schlimm. So, dann nehmen wir halt noch die übrigen Seelen und dann kriegen wir das Ding auch noch verbessert. Ich bin ja eigentlich einer von diesen Typen, die Consumables nie verbrauchen, aber in dem Fall habe ich mir gekommen. Ich krieg sowieso immer was und irgendwie wäre es blöd, wenn ich das immer nur so rumliegen lasse. So, wir brauchen noch mehr kleine Scherben. Eine mindestens. Und dann wollte ich halt mit dem verbesserten Schild das vielleicht mal angehen, gucken, ob das funktioniert. Wir brauchen nochmal 3 kleine Scherben, um das nochmal einmal zu erhöhen. 2000 irgendwas und können das dann auf plus 5 bringen. Und dann kostet das, ich weiß gar nicht, wie viel kostete das dann, das nochmal umzuwandeln. Es kann sogar sein, dass ich das auch noch gemacht habe. Jo, das kostet eine große Scherbe. Und damit ist das dann definitiv besser. Also es hat halt einfach mal mehr Haltung als das Ritterschild. Und hat dann auch mehr Feuerabwehr, glaube ich sogar auch, und Blitzabwehr. Also ist es auf jeden Fall dann erstmal besser. Deswegen kann man das natürlich auch einfach noch weiter verbessern. Sollte sich durchaus lohnen. Ich habe natürlich lange überlegt, ob ich das wirklich machen soll. Ihr kennt mich ja, ne? Bei dem Graswappenschild verglichen. Ich glaube, es war sogar besser als das Graswappenschild in dem ganzen anderen Kram. Hin und her und hin und her und hin und her. Jetzt verbessert das doch einfach. Genau. Plus 6. So, um das noch weiter zu verbessern, müsste ich jetzt natürlich wieder nach Anor Londo, um mir große Scherben zu besorgen. Was aber durchaus vielleicht gar nicht so blöd ist, ne? Mehr Haltung ist eigentlich immer gut. Kann man immer ganz gut gebrauchen. Und damit haben wir einen neuen Schild, der mir im ersten Moment, glaube ich, gefallen hatte und danach dann direkt nicht mehr. Es ist halt ein Rundschild, der sieht erstmal hässlich aus, finde ich. Ich finde den Ritterschild cool, weil er sieht halt aus wie ein Ritterschild. Das gefällt mir irgendwie deutlich besser. Aber naja, warum habe ich nochmal angefangen, Gegner zu verprügeln? Irgendwas wollte ich noch. Scheinbar. Ich habe mir gedacht, die beiden Gegner da drüben verprügel ich noch. Ich weiß nicht mehr, warum. Konnte ich mein Schild dann sogar nochmal verbessern? Ich weiß das gerade echt nicht mehr. Irgendwie war meine Argumentation, glaube ich, so. Warum auch immer. Ich verprügel nochmal 2 komische Echsen. Flöpp. Einmal der Schlange in den Rücken. Das hat nicht so richtig funktioniert. Au. Aber man sieht, die kommen nicht mal durch meine normale Rüstung ordentlich durch. Also, das geht inzwischen. Deutlich, deutlich bessere Ausrüstung. Und dann kann man den auch nicht in den Rücken schlagen, weil man zu blöd ist und nicht ordentlich trifft. Theoretisch kann man den natürlich in den Rücken schlagen, die damit fast töten. So, man kann ihn natürlich auch einfach normal töten. Geht auch immer. So, wofür brauchte ich jetzt die 1000 XP? Kann mir das mal kurz jemand verraten? Konnte ich noch irgendwas anderes verbessern? Nicht, dass ich wüsste, um ehrlich zu sein. Wir werden sehen. Vielleicht wollte ich auch noch ein paar Scherben mitnehmen, aus Gründen. Reparatur. Ja, macht Sinn. Genau, wir haben noch die 2 kaputten Gegenstände. Das war das, was ich machen wollte. Da war ich mir halt nicht so richtig sicher, was war jetzt das, was wirklich gerade kaputt geht. Und das konnte ich jetzt natürlich super mal testen. Habe ich dann auf die Art und Weise gemacht und nochmal gesehen, oh crap, ganz schön teuer die Rüstung zu verbessern, dass das der Talisman war, der da fast kaputt gegangen ist. Das war das, weswegen ich das gemacht habe und was mir dann aufgefallen ist. So, und dann ist mir aufgefallen, naja, da gibt es jetzt gerade nicht wirklich einen Teleportationspunkt, ne? Da müssen wir wohl zur Tochter des Chaos gehen. Und dann da wieder hinhüpfen. Allerdings, und das ist gut, dass wir das gemacht haben, das erkunden vorher, da gab es ja einen Weg. Wir fahren jetzt hier mit dem Ding nach unten. Erstmal gehen wir noch dahin und speichern hier, warum auch immer, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber dann können wir hier runterfahren und dann durch diese große Tür, die wir einmal gefunden haben, können wir dann durchgehen.
Und von da aus kommen wir dann auch tatsächlich da an, wo wir hinwollen. Da, wo wir diesen komischen, verrückten Typen verprügelt haben. Und damit ist der Weg dann auch gar nicht so weit eigentlich zum Boss. Mit dem einzigen Problem, dass wir an diesem komischen Steingerät vorbei müssen. Aber das sollte ja eigentlich kein allzu großes Problem sein. So, ich glaube hier, war das hier links? Ja, das war hier links. Vorne sind wieder die komischen Gegner. Und da unten ist dann jetzt nämlich die Steintür auf. Was doch eigentlich ganz schön ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der Weg jetzt wirklich länger ist als der andere Weg, den wir vorher hatten. Ich glaube, ich habe mich dann auch für die nächste Session entschieden, den Weg hier zu nehmen. Hier sind halt grundsätzlich erstmal weniger Gegner, ne? Da ist zwar der eine große, der extrem nervig ist, weil der einen durchaus one-hitten kann. Spoiler Alert, er tut es. Ich weiß nicht, ob sogar in dieser Session noch. Aber man muss halt nicht immer den Ring wechseln, das ist schon mal ganz schön und weniger nervig. Und ich glaube, zeitlich tut sich das auch tatsächlich gar nicht so viel. Ob man jetzt hier lang geht oder hinten lang geht, meine Güte. Oder? Naja, doch, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der andere Weg vielleicht sogar wirklich schneller ist. Weiß ich nicht genau. Aber man will ja auch nicht sessionlangs immer dasselbe sehen. Das heißt, wenn man jetzt einfach im Rest dieser Session und in der nächsten Session einfach den anderen Weg nehmen, dann passt das schon. So, komm, schlag mir den Rücken, ich sehe das schon kommen. Nö? Okay. Ich habe mich nicht verprügelt. Er wird es noch, versprochen. das ist ein doofer Gegner, ich mag den nicht. Ich mag den überhaupt nicht. Naja, was ist jetzt der Plan? Mein Plan ist für den Boss, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, an dieser Stelle war mein Plan erstmal okay. Da ist noch ein großes Loch im Boden, direkt vor ihm. Es sah aber so aus, als würde auf der gegenüberliegenden Seite so eine Wurzel rauskommen. Was bedeutet, wir hüpfen wahrscheinlich in das Loch rein und laufen dann über die Wurzel. Das war zumindest so meine Idee, die erste, die ich hatte, ohne das jetzt richtig gesehen zu haben, was jetzt wirklich in dem Loch da unten drin ist. Allerdings bin ich mir da halt nicht hundertprozentig sicher. Und jetzt wurde ich ja, wie gesagt, schon vorgewarnt, dass der Boss ein bisschen unkonventionell und komisch ist. Das heißt, ich habe mich dann dazu entschieden, das jetzt einfach mal nachzugucken. Einmal in Anführungsstrichen kurz mir anzugucken, ob das möglich ist. Also ob das wirklich im Bereich des Möglichen ist. Da sieht man das auch nochmal richtig gut. Macht er erstmal einmal hier sein schade Feuer hin, das mich fast tot brät. Kann sein, dass tatsächlich jetzt der Schild war, der mich da gerettet hat. Dass ich das einmal ausprobiere, ob das überhaupt im Bereich des Möglichen liegt. Und dann hole ich mir erstmal Informationen darüber ein, ob das wirklich sinnvoll ist, was ich hier mache. Denn, wie gesagt, wenn man dann irgendwas tut, was vielleicht völliger Unfug ist, dann... Ja. Okay, in dem Fall war es halt kein völliger Unsinn, weil ich es gar nicht erst geschafft habe. Aber man sieht da ja, da hinten führt so eine Wurzel raus. Und im Endeffekt macht das natürlich auch Sinn. Ich glaube, ich sage das auch nochmal am Anfang einer nächsten Session. Wie gesagt, ich wusste auch in der nächsten Session noch nicht, dass ich diese hier nachsynchronisieren muss. Das heißt, da werdet ihr nichts davon hören, von der ganzen Tatsache, dass ich hier irgendwas habe nachsynchronisiert. Ich lasse mir quasi nichts anmerken. Naja, und dann habe ich halt überlegt, ich probiere das jetzt kurz aus, und dann frage ich erstmal wen, ob das wirklich sinnvoll ist, was ich da mache. Denn wenn das jetzt wirklich unsinnvoll gewesen wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich irgendwie stundenlang ausprobiert und es hätte nicht zu irgendeinem Ziel geführt und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Dann schaut ihr euch das die ganze Zeit an, ich mache nur Mist und naja, so ein bisschen wie bei dem Schuppenlosen am Anfang im Archiv, wo ich immer wieder zu ihm hochgegangen bin oder zumindest zwei oder dreimal, bis ich gemerkt habe, das hat wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn, was ich hier tue. Und in diesem Fall sah es mir dann zu sinnvoll aus, tatsächlich. Also sah ja sinnvoll aus, aber vorgewarnterweise wollte ich dann nicht zu blöden Mist machen und habe dann gedacht, ja, komm, whatever. Was habe ich denn jetzt? Was tue ich da nochmal? Ich weiß nicht, warum ich gerade Ringe durchsuche.
keine Ahnung, ob ich da irgendeinen sinnvollen irgendeinen sinnvollen Plan hatte an der Stelle. Aber gut. Das heißt, ich glaube, das wird jetzt auch der letzte Versuch dann gewesen sein in dieser Session, wenn ich mir so angucke, wie lang bis jetzt die Nachsynchronisationsaufnahme ist und wie lange dieses Video noch gehen dürfte. Das heißt, ich würde einfach mal jetzt schon anfangen. Ich hoffe, es hat euch trotz Nachsynchronisation in dieser Stelle dann doch irgendwie noch gefallen, das Ganze euch anzuschauen. Wir haben jetzt alle Mühe gegeben und es interessiert mich natürlich auch in gewisser Art und Weise, wie ihr das fandet, auch wenn ich natürlich hoffe, dass mir das nicht nochmal passieren wird und dass ich nicht nochmal nachsynchronisieren muss. Interessiert mich natürlich trotzdem, wie euch das Ganze gefallen hat und ob euch das trotzdem gefallen hat. Das heißt, dazu bitte ich natürlich wie immer um Feedback. Ich bitte euch ja immer um Feedback, also ich möchte immer so viel haben wie möglich, weil nur so kann ich mich dann irgendwie noch verbessern. Das Ganze für euch interessanter und spaßiger machen und natürlich auch für mich interessanter und spaßiger machen. Da bin ich natürlich wie immer auf euch angewiesen. Das heißt, an dieser Stelle schon, auch wenn wir jetzt noch nicht ganz fertig sind, schon mal lasst mir bitte Feedback da zu dem Nachsynchronisieren, ob das so in Ordnung war. Ich glaube, ich habe früher schon irgendwann eine Aufnahme, habe ich bei irgendwas, glaube ich, auch schon mal nachsynchronisiert. Sie war nicht so lang. Das waren jetzt ja wirklich, weiß ich nicht, so eine Stunde 40 oder so werden es wahrscheinlich am Ende ungefähr gewesen sein. Ach so, eine ganze Weile. Das war jetzt im Prinzip ja so ein kleines bisschen wie ein extrem langer Vlog. Ich hoffe einfach mal, man konnte dem auch irgendwie zuhören. Und dann schauen wir uns doch nochmal an, wie der letzte Run tatsächlich lief. Der letzte Versuch, diesen Boss auf die Mütze zu hauen. Die hatte ich immer extrem Schiss irgendwie, dass mich das vielleicht irgendwie einholt oder dass ich dem ausweichen muss oder so. Oh, richtig finster. So, einmal noch mit dem Ring. Mit dem Hartstahlring habe ich diesmal überlegt. Das Feuer macht mir ja gerade nicht so viel. Das heißt, ich versuche das jetzt einfach mal mit dem Hartstahlring irgendwie und gucke, wenn ich hier von... Hallo? Von rechts dahin laufe? Ich glaube, das war dann auch wieder der Plan. Weil er dann nur von einer Seite zuschlägt. War so meine Idee. Weil, ne, also wenn ich durch die Mitte laufe, schlägt er von links einmal, von rechts einmal. Und wenn ich von rechts nur anlaufe, dann schlägt er erstmal nur mit rechts. Und das könnte dann ja durchaus besser sein. Oder? War das nicht der Plan? Nein? Schnüssel? Doch nicht. Also so im Nachhinein halte ich das für sinnvoll, aber... Im Nachhinein klingt das durchaus sinnvoll. Oh, er macht Feuer. Ich finde, die Bodenanimation dafür ist ein kleines bisschen schwer zu sehen. Also man sieht nicht so richtig, wie viel Reichweite das Ganze hat, was ein bisschen nervig ist, finde ich. So, und jetzt kann ich nämlich auch zwei hintereinander ablocken. Das war erstmal das Wichtige, das auszuprobieren, ob das vielleicht jetzt geht. Und es geht tatsächlich. Der neue Schild... Plus der Hartstahlring wirken an der Stelle Wunder. Das funktioniert so. Oder auch nicht. Manchmal funktioniert's. Manchmal auch nicht so. Ach, Snizzle. Mensch, Mensch, Mensch. Man kann natürlich immer zurückgehen und das Ganze nochmal ausprobieren, aber... So, und jetzt rennen und... einmal runtergeschlagen werden. Ja, das war nicht so der extrem glorreiche Try, aber es war zumindest, da war ich mir noch nicht mehr ganz sicher. Ich habe da nichts gesehen, wo man sinnvoll hätte drauf landen können, deswegen war ich mir da nicht mehr ganz sicher, ob ich wirklich da drüber tatsächlich weiterkomme. Das heißt, an dieser Stelle habe ich mir dann überlegt, okay, ich werde erstmal ein bisschen Rat nehmen, ein bisschen jemanden konsultieren, der mir sagt, ob ich nicht völligen Mist baue. Also, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Nachsynchronisation hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Session wieder, in dem Fall dann ohne Nachsynchronisation, alles wieder völlig live. Bis dahin, tschüss.